Was, was, was? Wasser ist die Mutter der Porzellankiste und Armut ist die schönste Freude. Alles klar. Wieder ein paar. Alle. Stirb. Bitte, danke. Nächster. Die taugt ja gar nichts, hier, die Waffe. Au. 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 Explosions. Au. Großartig. Au. Ja, auf schießen, Idiot. Was ist denn? Oh, der hat... Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist der da hinten. Ein schlechter. 35er schlechter. Mit einer... Alles klar. Uah. So, jetzt benutzt mal deinen Raketenwerfer hier. Aua! Och. Hui. Danke, laute Explosions. Raketen, ja, brauche ich nicht. Simpack. Railway. Das können wir gleich mal eben zerstören. Warte mal, Vorschlaghammer. Dann nehme ich den vielleicht. Und eine Kultistenklinge. Irgendwas wird man davon doch wohl benutzen können. Die Kultistenklinge könnte ich zum Beispiel benutzen. Zu dem Terminal, glaube ich, musst du jetzt. Da. Ja. Oh, da ist gar nichts. Warte mal, aber hier ist ein Harold Frosts F&E Holoband. Okay. Ich kann nicht glauben, dass wir verloren haben. Wir hatten nur eine Chance, zu zeigen, dass unsere Bagger-Power-Rüstung den Abbaubot von Hornwright schlagen kann. Und wir haben uns versaut. Warum hat sich Vivian nur diese lächerliche Herausforderung ausgedacht? Sie hat uns nicht mal vorher gefragt. Sie hat es gleich angekündigt wie einen Preiskampf. Dann haben die Zeitungen Wind davon bekommen und plötzlich wussten alle davon. Jetzt haben wir uns zum Gespött der gesamten Bergbauindustrie gemacht. Wer will nach so einer Blamage noch irgendetwas von uns kaufen? Keiner. Also sitze ich jetzt neben dem Telefon und warte auf den unvermeidlichen Anruf, dass die Forschungsabteilung dicht gemacht wird. Ich habe eine T-45er linke Arm gefunden. Die habe ich schon. Jetzt ist ja. Total erledigt. Welches... Oh, ich habe alles freigeschaltet. Okay, Blaupausen. Welches Level? Kann ich die tragen? Kannst tragen, ja. Das ist eine... Warte mal. Eine 25er. Ach so, okay. Lass sie mal fallen und wenn du sie nicht brauchst, dann zerleg sie. Hacker hier. Okay. Dankeschön. Und das war's. Okay. So. Wir gucken. Linker Arm. Wenn du es nicht brauchst, dann zerstör sein. 34. Doch, es ist um einen besser als die Raider. Ich habe noch eine Raider, einen Raider-Arm. Ja, dann nehmen sie. So, und jetzt soll ich eine bauen. Baue die linken und rechten Arme der Bagger-Power-Rüstung. Dann musst du aussteigen, dann musst du vor der Station aussteigen aus der Power-Rüstung und dann die Station aktivieren. Dann kannst du auf Bauen gehen. Das ist nicht so ganz eindeutig, was das Spiel von einem ja, Bild. Ich merke das schon. Okay, Baggerrüstung. Was kann ich nicht bauen? Ich kann den linken Arm, den rechten Arm und den Torso basteln. Der Rest fehlt mir noch. Glas, das habe ich gerade weggeschmissen. Hm. Federung? Federung. Okay. Dann baue ich mal den Torso. Und jetzt kann ich nichts anderes mehr bauen. Weil mir Schrauben fehlen. Schrauben und? Glas. Zahnräder. Ich habe einen Flammenwerfer gefunden. Jups. Toll. Warte. T45 rechter Arm. Wo war denn der linke Arm? Warte mal. Mal die ganzen Waffen. Dann schaue ich, ob ich noch Schrauben habe. Fehlt dir sonst noch irgendwas?
Titanschrott, schwarzes Titanschrott, hast du genug? Ich glaube ja. Okay. Dann schaue ich gleich wegen Schrauben. Legen nur kurz. Also den Torso habe ich kurz jetzt. Hm. Ich brauche Glas, ich brauche Schrauben. Noch mehr Schrauben und Zahnräder. Federung. Also schwarzes Titan habe ich ohne Ende. Habe ich 29 von 6. Schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. So. Achso, das habe ich in der Kiste. Wenden. Mhm. Muss man die hier bauen? Ja. Ach, verdammt. Okay. Ich glaube schon. Ich hätte 9 Schrauben mit. Lass mal fallen. Das müsste man doch eigentlich auch alles hier finden, oder? Weiß ich nicht. Also unter mir sind einmal 9 Schrauben. Ja, danke schön. Ach, was mache ich denn da? So, ich guck mal eben. Mit den 9 Schrauben, was kann ich jetzt noch basteln? Gar nichts, weil da fehlt mir ein Zahnrad und da fehlt mir Glas. Zahnräder, Glas, Federung brauche ich. Okay. Das muss man doch hier finden können, oder? Oder irgendwas auseinandernehmen an Schrott. Ein Bohrer vielleicht auseinandernehmen. Ich würd fast sagen, reisen wir nochmal verkaufen. Oh. Beziehungsweise in einer Kiste und schauen wir, was wir zusammenkriegen. Weil da kriegst du zwar ein bisschen was zusammen, aber sicher nicht alles. Also, was brauchst du alles? Markier das mal alles, was du brauchst. Dann tust du leichter. Ja, Glasfederung und Zahnräder auf jeden Fall. Warte mal, ich zerleg mal eben. Was habe ich denn jetzt gerade? Das ist kein Schrott. Ist das eine Waffe? Ja, der Bohrer ist eine Waffe. Großartig. So, wenn ich den. Das ist, da kommt nur Stahlschrott bei rum. Das ist ja doof. So, zum Reparieren muss ich wieder aussteigen. Wo ist. So, kann ich meine Klinge reparieren? Das ist das Schwert von Bastet. So, was brauche ich dafür? Reparieren. Ich kann sie reparieren, Gott sei Dank. Okay. Okay, was? Wenn du mit der Waffenwerkbank fertig bist, sag's. Ja, ja, bin ich schon. Ich bin schon raus. So. Warte mal, Kombi. Uah, hier brennt's noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier so gar nichts findet, was man dafür braucht. Also von daher, ich habe mich blöd gesucht. Hm. Aber... Blei und Stahl. Kurz mal reparieren, weil das ist mittlerweile auch schon am Bobsch. Ja gut, also, was habe ich gesagt? Federung, Glas und Zahnräder. Zahnräder... Ja. Federung und Glas brauche ich. Und dann wahrscheinlich auch nicht zu knapp. Habe ich garantiert in meiner Kiste, aber... Pff. Okay, dann reisen wir kurz mal zum Camp. Bis auf eben halt das Glas, was ich gerade weggeschmissen habe, weil ich dachte, ich bräuchte Platz im Winter. Ich müsste mal schauen, was ich habe. Ich habe so ziemlich einiges. Handschellen, das ist ja schon auch irgendwas Praktisches drin. Ich reise mal zu meinem Camp und du kommst mir dann einfach nach. Zu deinem Camp jetzt? Achso. Oder zu meinem Camp? Zu meinem Camp, ne? Ich bin jetzt zu meinem unterwegs. Achso. Ach gut, ist ja egal. Ja. Wir haben mal die Lagerkiste. Richtig, ja. Es war so, ja. Gewohnheit. Wie, was? Challenge abgeschlossen? Knacke ein Schloss? Das ist doch nicht das erste Schloss, was ich knacke. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich hier Reagenzgläser finde und dann nehme ich die mit, vorsichtshalber, falls ich jetzt doch noch irgendwie was brauche. Spielzeug soll auch immer ganz gut sein für Federung und all sowas. Da ist keiner mehr drin. Das sind keine Gläser. Das ist eine Flasche. Nehmen wir die Flasche mal mit. Eine Hohlladung. Okay. Schießen.
Ah, meine. Oh! Was denn? Meine MG-Türme werden schon wieder angegriffen. Was ist denn hier? Wo ist denn der Supermutant jetzt? Lass das in Ruhe. Das ist meins. Danke. Ich nehme jetzt nochmal leere Flaschen mit. Ja, war klar. Wow, hier ist ein Geschütz. Toll. Oh, weg, 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 weg. Ich brenne. Ah, oh, das Abmahnbüro mag den Wiener Dialekt. Oh. Als wär, was? Als wären beim Hof bei Sissi? Ach, alles klar, okay. Sissi, Franz. Also große Menge Glas habe ich 10. Große Mengen Schrauben habe ich 2. Mhm. Allzu viel. Was hast du noch gebraucht? Federn, oder? Zahnräder, Federung und Glas. Federn habe ich 5. Große Mengen und Zahnräder habe ich auch. Habe ich 10. Garantiert auch. Und ich habe jetzt extra eben noch mal ein paar Flaschen mitgenommen, vorsichtshalber. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ach, ich kann, glaube ich, gar nicht schnell reisen. Ich muss gleich eben scheißlos werden. Zerleg's. An den Werkbänken. Ich lade gerade nach draußen. Ach so. Ich schmeiß sonst zu nur was weg, ist auch egal. Ich gehe inzwischen schlafen. Okay. Mach das. Was Trefferpunkte angeht, ich hole mich inzwischen. Schlaf inzwischen. Oh. Und schnarche. Ja, bei dem Ladebildschirm würde ich das auch tun. So, noch ein Ladebildschirm. Yay! Yay! So, was habe ich denn dabei, was so verdammt schwer ist? Das kann doch nicht angehen. Was ist denn so verdammt schwer? Na, das garantiert nicht. Okay. Das gibt auch Federung. Klemmbretter bringen Federung, alles klar. Genau, ja. Handschellen auch, ich wusste es. Und Schrauben. Ich kann nichts wegschmeißen. Muss ich aber, sonst komme ich ja gar nicht zu dir. Das ist ja doof. Ein bisschen was wegschmeißen wäre nicht schlecht. Ja, also ich weiß inzwischen gar nicht mehr, wo das ganze Gewicht herkommt. Ich meine, das frage ich mich nach Weihnachten immer. Hilfsmittel. Ach, die habe ich ja auch noch dabei. Die kann ich nicht zerlegen, die kann ich nur verkaufen. Alles klar. Das heißt, ich schmeiß die jetzt mal eben weg. Was denn? Die Fatman. Die besondere, die Special, die der Legendäre ja, die da hatte. Ja, kannst du ja. Ja, ich schmeiß die jetzt weg, sonst bin ich nämlich überladen ohne Ende. Ich bin immer noch überladen. Warum bin ich immer noch überladen? Was? Das kann man nicht angehen. 211? 185? Drei. War der kaputt? Oh. So. Gewicht 6. Warte mal, ich habe den Helm auf, den Arm. Den linken Arm, den rechten Arm. Rechtes Bein, linkes Bein. Irgendwas war kaputt. Oder nicht? Den Bagger. Ach, weil ich den Bagger-Torso habe. Alles klar. Dann kann ich aber doch den Raider-Torso wegschmeißen. Der hat sowieso keinen Wert und hat viel zu viel Gewicht. Alles klar.
14. Ich komme dem Ganzen schon etwas näher. Die Kultistenklinge hat 6. Dann schmeiße ich die auch nochmal eben weg. Nee, ja, 3. Naja, gut, aber immerhin. Etwas weniger, 194. Oh Gott. Ich muss noch ein paar Kilo schaffen. Linker Arm. Warte mal, ich hatte jetzt gerade da den, dann schmeiße ich die jetzt auch nochmal weg. So, alles klar. Ich hab's. Schade um die Sachen, aber was soll's. So, wo bist du? Ich bin da oben, bei der Feuerwache. Sehr schön. Ich kann kommen. Ich meine, ich komme jetzt. Ja! Ah, oh, das Bild auf dem Sofa mit dem grünen Licht. Yay. Basteln zwischen Großmengen. Kaufen. Ja, ist eine gute Idee, weil wenn man das Camp so weit hat, dass man damit leben kann, braucht man ja gar nicht mehr so viel, ne? Höchstens zum Reparieren der Waffe oder der Rüstung. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich behalte mir von allem 10. Mhm. Also gebe dir das jetzt, was ich habe, aber ich behalte mir normalerweise nur mehr 10 von jedem. Ich gucke gleich mal. Verkaufe den Rest. Weil ich, also, ich wette, ich habe einiges im... Huch, das lädt noch. Ah. Ich bin da. Ja. Juhu. Oh, cool. Die kann ich wegpacken. Eigentlich kann ich die sogar wegschmeißen, davon mal abgesehen. Die packe ich jetzt auch weg. Ich habe wieder bei 33 10 mm. So, was war das denn jetzt alles? Ja, Glas habe ich natürlich alles weggeschmissen, ne? Brennstoff. 38er kann ich auch da lassen. So. Ich lasse jetzt mal den Schrott fallen. Zahnräder habe ich auf jeden Fall. Also die 10 mm lasse ich fallen, die 33, die ich habe. Ja. Und den Schrott, den ich habe. Nein, ab meinem Büro, die Lizzie hat noch nicht die Demo zu Resident Evil 2 Remake gespielt. Das ist ja wohl teuer, das Spiel. Das soll 60 Euro kosten, ne? Also auch noch ein Ding, was ich mir nicht vorweg kaufen würde. Ich habe jetzt Stahl aus Versehen fallen gelassen, aber da im Sackerl ist alles, was ich habe. Oh ja, super. Dankeschön. Also Zahnräder. Die muss man aber, die großen Mengen muss man aber nicht zerlegen, ne? Nein. Das kann man so dann reinstecken. Nur herstellen. Genau, genau. Das sind immer 10 Stück, glaube ich. Dazu brauchst du den Plastik zum Herstellen von diesen großen Mengen. Mhm. Die Mods wiegen was? Ja. Okay. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die was wiegen. Ich sammle immer nur fleißig Doch, Mods ein. Was, ja? Ja, aber die wiegen was, ja. Okay. Dann... Habe ich, glaube ich, das Problem, warum meine Kiste ständig voll ist? Ja. So, dann mache ich das eben nochmal. Die Handschellen zerlegen, die Flasche zerlegen, das zerlegen. Und der Spielzeugtruck, der hat auch nochmal Schrauben, alles klar. Jetzt habe ich Glas, Federn, Schrauben, Stahl, Zahnräder, okay. Ich glaube, ich muss das aber alles haben. Oh, ich habe gerade die ganzen Großmengen weggepackt, ey. Ich nehme das nochmal furchtsalber mit. Nee, Schrauben brauchte ich gar nicht. Ich brauche die Zahnräder. Zahnräder nehme ich nochmal mit. Zahnräder, Schrauben, Glas, nuklearer Abfall oder atomarer Abfall. Das habe ich alles gerade weggeschmissen. Atomarer Abfall habe ich, ja. Nimm ich mit. Ich glaube, er greift drauf zu, aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt nur geschwind verkaufen. Bei der Feuerwache.
Die ist nämlich gleich da unten. Das ist eine gute Idee. Deswegen ist mein Camp da. Gleich neben dem Händler. So, ich muss irgendwas... Ah, ich kann das andere Gewehr jetzt mitnehmen. Das 30er, ne? Das heißt, ich kann das jetzt wegpacken, das 68er, und kann das 75er jetzt mitnehmen. Ja, du bist überladen. Hör auf zu heulen. Der kann weg. Kann weg. Kann weg. Mach ich da ein bisschen mehr Platz. Hallo. Den würde ich gerne benutzen, aber es geht nicht. Das ist doof. Okay, und so irgendwas? Hier war schon irgendjemand verkaufen. Wieso? Nein, ich wollte gerade... Oh. Das ist so bescheuert, oder? Warum ist das nicht für jeden Spieler, zählt das einzeln oder sowas? Ich weiß nicht, aber er hat kein Geld mehr. Das ist doch dämlich. Er hat, also, 2 Kronkorken hat er noch. Oh, wow. Ja, Wir können einen drauf machen, los. Aber ich habe keine Lust mehr, Simpex zu kaufen auf Teufel komm raus. Nee. Den packe ich nochmal eben weg. Das und das. Den kann ich einfach nicht wegpacken. Was ist das? Das ist kaputt. Kann ich auch momentan, glaube ich, nicht reparieren. Meine Lagerkiste ist voll. Ach Mann. Ist doch nervig. Reiß mal wieder zum Firmenhauptsitz. Ja, ich versuche noch ein paar Sachen loszuwerden. Ja, ja, ja. Ich gehe mal vor und du kommst mir dann wieder. Ich habe viel zu viel Scheiß. Ich habe echt viel zu viel Scheiß. Hier sind Verbrannte, ich höre sie. Deine Geschütze kriegen gerade an. Okay. Meine Wände wurden irgendwann zerstört. Ja, das hatte ich auch zwischendurch. Und ich kann sie aber weder reparieren, noch neu bauen, noch sonst irgendwas. Was? Echt? Also habe ich halt jetzt keine Wände mehr. Das ja, auch. Also ich konnte, die brauchen glaube ich eine ganz besondere, musst die millimetergenaue Stelle finden, wo du was, au. Wo du das anknüpfen kannst und dann kann man das glaube ich zerstören. Quatsch, wieder aufbauen. Das hatte ich nämlich auch, mir fehlten nämlich auch 2 Wände beim letzten Mal. Ja, die fehlen halt einfach, die sind halt einfach nicht mehr da. Huhu, hallo. Das sind schon wieder Supermutanten. Ach, nö. Überraschung. Ach, ist doch nicht wahr. Ich habe das alte nochmal gespielt. Hau die mal. Ja, ich komm. Trotzdem immer noch der Beste von allen Teilen. Ja. Aua! Keine Ahnung. Ich habe die anderen Resident Evil Teile kenne ich ja nicht. Ich kenne ja nur die, die wir zusammengespielt haben. Stirb doch einfach. Okay. Noch einer. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich komme gerade. Nein, Supermutant. Bei den Supermutanten. Immer den reizenden Stimmen nach. Wo du dich verstecken. Ach, da bist du. Okay. Er hatte einen Brustkorb und Becken dabei. Ja. Das sind mir die Liebsten, die sowas dabei haben. Und sonst nichts. Er hatte sonst nichts dabei. Nee, die haben alle jetzt bei mir auch nichts dabei. Ist die Mine jetzt auch wieder respawned? Nee, ne? Nee, gut. Okay. Manchmal ja, manchmal nein. Gut, dann schauen wir mal. Du kriegst nur dann Loot aus den Gegnern, wenn du zumindest einmal auf sie draufgehaut hast. Kommt mal vor. Ach so, ja, das sowieso, ne? Man muss zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Genau, du musst einmal drauf geschossen haben oder angegriffen haben. Oh, Rainbird, genau. Resident Evil 5 und 6, die waren geil mit dir. Ja, mit dir auch. Oh, das hat mir so viel Spaß gemacht. Können wir nicht, nee, das können wir ja nicht normal spielen, nützt ja nichts. Ich will es auch eigentlich gar nicht normal spielen, aber es hat mir echt auch viel Spaß gemacht. Madel meinst du, ne? Mit O-Ton und man könnte denken, was macht die Gute gerade? Okay. Was? Nichts.
Es wird wohl gerade was anderes reininterpretiert, was du da gerade machst mit den Supermutanten, als das, was du gerade wirklich tust mit den Supermutanten. Ich hab die nur gehaut. Ganz unschuldig und so. Oh. Und du bist schon wieder nackt. Echt? Zieh dir was an, Mädel. Ich hab was an, ich hab eine Powerrüstung. Nackt herum in Unterwäsch, es ist ja nicht zum Anschauen. Ich hab eine Powerrüstung an. Guck mein Stream. Warte mal, ich mach Greenshot an. Solange ich nicht wieder aussehe wie Slender Woman oder sowas. Ja, es ist so, schaust du gerade wieder aus. Warte mal, ich mach Greenshot an. Ja, sie ist aber verjagt. Einfach nochmal, dieses Mal mit den jeweils anderen Chars. Ja, das wäre eine Idee. Das ist eine gute Idee. Oh, sofort, Rainbird. Los, lass uns gleich morgen anfangen. Ja, Rainbird steht gerade vor, wir spielen Resident Evil 5 und 6 nochmal. Nur tauschen wir die Chars dann. Ah, okay. So, jetzt muss es aber noch gehen, oder? Komm. Was habe ich? Den Torso habe ich schon. Jetzt kommt der Helm. Den kann ich bauen. Herstellen. Den linken Arm. Den rechten Arm. Nein! Ich kann die Beine nicht machen. Was fehlt dir? Schrauben. Was fehlt dir? Schrauben fehlen mir. Und ich glaube, dann geht mir auch langsam das schwarze Titan aus. Ich brauche dann noch ein schwarzes Titan und 20 Schrauben. Ach, wie doof. Das ist so dämlich. Schwarze Titan haben die Grubenhauer. Ja. Ich krieg schon wieder Gefahr angezeigt. Also es kann sein, dass sie jetzt sofort wieder respawn ist. Irgendwo. Okay. Ja, da rechts waren wir, glaube ich, noch ein paar Supermutanten. Das kann man nicht angehen. Wir müssen noch da irgendwas... Da hinten ist noch eine Munitionskiste, gell? Bei dir? Hier weg. Bei mir. Mhm, ich guck mal. Oder sowas wie Kombi-Dingsbumsens. Bei mir ist 45er und 38er drin. Verdammt. Da ist sonst nichts, ne? Ja, wie gesagt, Eisen ist hier. Die Eisen, die Blödsinn, die Klemmbretter und so weiter, das bringt alle Schrauben, aber... Ich habe schon wieder Baupläne eingesammelt. Rakete, Sturmgewehr... Mantids. Brauche ich nicht. Wo liegen denn bei dir Baupläne? Warte mal, ich habe schon wieder Baupläne. Wo bist du? Hier. Lass sie fallen. Bitteschön. Dankeschön. Na, kannte ich beide schon. Okay. Ja, so Tischventilator und so. Ja, genau. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Schrauben fehlen mir, ne? Ja. Mensch, das ist doch ein Büro, Jungs. Ich suche eh schon mit. Ich muss doch irgendwas sein, verdammt. Seife liegt hier, aber das nützt mir nichts. Da ist eine Newcore-Flasche. Oh, hier in der Zange ist eine Schraube. Die bin ich Zange zerlege. Zange geht wohl auch. Hier, bei mir ist noch ein Safe. Okay. Warte mal, ich habe gerade einen Zugauslöser. Geh. Ah. Triggert. Ja. Alles klar. Ich hab schon wieder Hunger. Boah, das kann ich nicht angehen. Was ist denn los? Aber da hinten im Eck ist ein Safe. Also. Ja, danke schön. Da kriegt man leider nicht gesagt, was. Die kann ich auch nicht zerlegen. Na, Fallensteller, linkes Bein, Impuls, Mine, Vorkriegsgeld. Warte, Schraubenzieher. Holz und Stahl, toll. Warte, Kombi, Zange. Wieso kann ich das nicht anwählen? Ich muss jetzt einfach mal mit. Ich zerleg das mal eben. Vielleicht reicht das ja schon. Ich kann gar nicht angehen, dass ich jetzt wieder. Da
Das zerlegen wir mal eben. Ach, Blei und Dingsbums, alles klar. Schrauben, Schrauben, lose Schrauben habe ich nur eine bekommen. Ich guck mal eben, ob ich wenigstens ein Bein noch mal eben basteln kann. Ich habe nur einmal Schrauben bekommen. Und das Lady mit der Peitsche in der Hand, ach, alles klar. Was? Du hast mich schon so ausrasten gehört? Kann gar nicht angehen. So, die Beine fehlen mir. Ach nein. Einmal Schrauben habe ich, lasse ich fallen. Ja. Das verstehe ich gerade nicht. Ich kriege angezeigt, dass ich alles habe, aber mir fehlt trotzdem das Material dafür. Was für ein Schwachsinn ist das denn gerade? Was? Ich habe alles für ein Bein wenigstens. Hier im Sackerl sind ja einmal Schrauben. Dankeschön. Ich habe alles für, um wenigstens noch ein Bein basteln zu können. Und trotzdem sagt er mir, mir fehlt das Material dafür. Total bescheuert. Bei dir. Da, linkes Bein. Ich habe alles. 62 von 30, 11 von 10, 11 von 6. Stahl sowieso, Öl auch. Aber ich kann es nicht basteln. Okay. Ja. Wie geht das denn? Komisch. Das ist so. Was? Du hast mich schon mal so ausrasten gehört? Nein. Oh, Rainbird, ja. Danke, viel Spaß und wenig Bugs wenn euch noch. Wenn du es noch einmal probierst? Ich probiere es gleich nochmal eben. Ja, tschüss, Lizzie, Madel und Büro, sagt er. Der Rainbird geht. Beweisvideos gibt's alle auf dem Kanal. Was? Okay. Ich verstehe das nicht. Das ist total bescheuert. Baggerrüstung. Kann ich nicht. Dies ist auch alles nicht, also es ist alles grau, ausgegraut sozusagen. Aber ich kann ein Bein kann ich locker noch basteln. Das ist total bescheuert. Macht ihr das nur, wenn ich beide Beine basteln kann? Ergibt aber ja auch keinen Sinn. Du hast benötigt. Also, nein. Schrauben, oder? Nein. Nee, ich habe 11 von 10 nein. Schrauben. Ich habe so eine Verzögerung. Warte. Achso, du guckst gerade. Alles klar. Schau in deinem Spiel. Ich warte. Aber es ist alles grau. Auch keine Fehler. Es ist alles grau unterlegt. Ich kann es nicht basteln, obwohl ich es hätte. Ja, ich sehe es, ja. Komisch. Vielleicht muss ich beide basteln können oder so. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich brauche... Das ist alles aus die Beine, oder? Ja. Dann brauche ich nochmal nukleares Material. Warte mal, das ist der Torso, brauche ich ja gar nicht. Ich brauche die Beine. Ja. Schwarzes Titan bräuchte ich noch. Und, okay. Aber nur einmal. Einmal schwarzes Titan. Ja. Und, 9 Schrauben, wenn ich das richtig sehe. Komisch. Also, dass du es nicht bauen kannst. Weißt du, du machst ja praktisch, du räumst hier mehr oder weniger einen Dungeon frei. Dann finde ich das doof, warum findet man die Sachen nicht dafür? Oder in einem meinetwegen anderen Dungeon, aber dann gleich alles. So muss ich jetzt mühselig gucken, dass ich jetzt Schrott sammle, den ich nicht sammeln kann, weil meine Kiste notorisch voll ist. Deswegen habe ich dir vorher gesagt, wir können gerne mal schauen, was du brauchst, weil du wirst es nicht gleich beisammen haben. Ohne böse zu sein oder bösartig zu sein. Es ist einfach so. Es dauert einfach Ewigkeiten, bis du das alles zusammen hast. Ja, Mann. Ich bin mit 25 das erste Mal hergekommen und habe mir die Quest geholt. Und habe bis Level 30 gebraucht, um alles zusammen zu haben, um mir die Rüstung zu basteln. Ne? Ich meine, es sagt ja schon einiges, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, was machen wir denn? Ja. Irgendwo, vielleicht können wir es ja verbinden. Wenn ich schon Grubenhauer brauche, dann können wir vielleicht irgendwas verbinden oder sowas. Was gibt es denn sonst noch so Schönes zu tun? Also Grubenhauer gibt's, bei den Minenschächten. Bei den Minenschächten und in Welsh. Hast du den Tagebucheintrag in Welsh schon geholt? Warte. Fällt das unter Tagebuch? Ich weiß nicht mehr, ob das unter Hauptquest, glaube ich, war. Ich guck
meinem. Oder Unternehmen quälst bei der Mission der Aufseherin oder so irgendwas. Finde das Tagebuch in Welsch oder so irgendwas. Aber in Welsch war ich, glaube ich, schon. Das ist ja auch hier in dem Gebiet, okay, ne? Genau, ja. Ja, da war ich schon. Mir ist kommen gleich, vollkommen gleich was machen. Also ja, lass uns darüber laufen, weil da ist ein Händler. Okay. Vielleicht hat der ja Kohle. Und wir können noch ein paar Sachen verkaufen. Genau, ja. Dann gehen wir mal in die Richtung. Weil auf dem Weg finden wir garantiert Grubenhauer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und sonst wäre hier noch der verlassene Minenschacht oberhalb von Garahan Anwesen und unfertiges Anwesen. Wäre noch Minenschacht.